Heute beginne ich mal im Laubwald, wie unschwer hinter mir zu erkennen ist. Hier gibt es Buchen, Linden, Eichen. Dann geht es in den Nadelwald und damit herzlich willkommen zu einer neuen Pilztour, liebe Freunde. Ich bin gespannt, was sich jetzt so entwickelt hat. Es hat ab und an mal geregnet. Es ist immer noch recht kalt bei uns. Wir hatten ein paar warme Tage, aber heute Morgen waren nur 3-4 Grad. Also die Nacht war wirklich ziemlich kalt. Naja, da bin ich mal gespannt, was sich entwickelt hat. Was könnte es jetzt geben? Es könnte die ersten Röhrlinge geben. Also Hexenröhrlinge kommen jetzt, Sommersteinpilz wäre eine Möglichkeit, Rotfußröhrlinge lassen sich in der Zeit auch schon finden. Es könnte die ersten Wulstlinge geben, also Perlpilz, grauer Wulstling, die sind eigentlich immer so mit als erstes da. Ja, dann könnten natürlich noch ein paar Maipilze da sein, die wachsen also auch noch bis in den Juni hinein. Dann habe ich eine Stelle mit dem Schlehenrötling, da schaue ich mal vorbei, ob der dieses Jahr gekommen ist. Bis jetzt habe ich allerdings noch keine gesehen, denn ich habe bei mir auf dem Grundstück auch so eine Stelle, wo er eigentlich immer erscheint, also da ist er nicht da. Also die Artenfülle wächst jetzt auf jeden Fall und da können wir ganz gespannt sein. Kommt gern ein Stück mit auf die Tour und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Ich bin jetzt in einer grasigen Stelle hier am Rand von so ein paar Gehölzen, die hier gepflanzt worden sind. Das sind hier alles Rosengewächse und so weiter, also verschiedene Sachen. Das ist auch die Stelle, wo ich immer mal die Schlehenrötlinge finde. Die sind jetzt allerdings nicht da, aber solche grasigen Standorte an Waldrändern, zum Beispiel Parkanlagen oder einfach auf einer Wiese, die sind ein idealer Standort für den Maipilz. Und ich glaube, jetzt habe ich hier noch mal ein paar Maipilze gefunden. Wenn wir hier so schauen, da können wir schon solche hellen Flecken sehen. Und das sollten, wie gesagt, Maipilze sein. Die sind jetzt schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Mal schauen, ob die noch was sind. Schauen wir mal. Den einen habe ich mal rausgenommen. Was man hier sehr schön sieht, das sind diese schmalen, dicht stehenden Lamellen. Das ist jetzt auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal, zum Beispiel zum Schlehenrötling. Da stehen die Lamellen doch ein ganzes Stück auseinander. Und der sieht hier noch ganz gut aus. Ich schaue mal, ob ich mir hier ein paar aussuchen kann. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Hier ein schöner erster Fund. Und da gehe ich mal hier auch ein bisschen weiter. Was mir hier sofort entgegenströmt, das ist der Geruch. Ich empfinde den als frische Gurke. So empfinde ich das. Manche sagen nasses Mehl, also sowas in der Richtung ist es. Empfindet jeder ein bisschen anders, muss man einfach mal gerochen haben. Ich bin jetzt mittendrin in dieser Randbepflanzung, in diesem Gestrüpp, in dieser Hecke. Da sind auch ein paar stärkere Bäume mit dabei hier, weil ich habe von außen wieder was gesehen. Und hier gibt es noch mal ein paar Maipilze. Da schaue ich mal, ob ich mir hier ein paar schöne aussuchen kann. So schauen die Maipilze aus, sind schon ein bisschen älter, aber hier noch schön fest. Ich denke, die sind noch was. Ich suche mal was aus. Eine Schnecke hat hier auch oben geparkt. Und hier kann man ein bisschen weiter schauen. Da hinten sehe ich noch was. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video jetzt sehen wird. Da hinten stehen noch mal ein paar. Ach, hier vorne sind auch noch mal welche. So eine Dreiergruppe. Ich versuche mal ein bisschen hier ranzugehen. Also auf jeden Fall ist das hier eine gute Stelle. Und ich schaue mich jetzt hier mal um und werde ein bisschen was davon einsammeln. Schnittbilder des Pilzfruchtkörpers, die sind für die Bestimmung äußerst wichtig. Die liefern uns viele weitere Merkmale, die man sonst an einem Fruchtkörper, der geschlossen ist, nicht erkennen kann. Was man hier bei diesem älteren Maipilz sehr schön sieht, ich habe den mal hier der Länge durchgeschnitten, dass also hier die Lamellen im Verhältnis zum Hutfleisch sehr schmal sind. Das ist ein ganz typisches Merkmal. Das würde hier den Maipilz auch gut abgrenzen, zum Beispiel vom Schlehenrötling. Da ist das Verhältnis zwischen Lamellen und Hutfleisch ein ganz anderes. Die Lamellen sind viel breiter im Verhältnis zum Hutfleisch. Und bei Risspilzen ist das ähnlich. Der ziegelrote Risspilz wird ja immer als klassischer Verwechslungspartner genannt. Also auch das Verhältnis Hutfleisch-Lamellen wäre bei der Art ein ganz anderes. Also Schnittbilder immer mal machen, das hilft uns bei der Bestimmung in der Regel enorm weiter. Ich bin hier immer noch in dem Laubwaldstück unterwegs. Hier stehen auch sehr viele Stümpfe und das ist ein idealer Standort für die nächste Pilzart, die ich heute finden möchte, die ich suche, nämlich das Stockschwämmchen. Das wächst ungefähr ab April. Bis jetzt hatte ich noch kein Glück.
und begleitet uns das ganze Jahr. Das wächst also so in mehreren Schüben. Man kann also, wenn man da gute Standorte kennt, diese Standorte immer wieder besuchen und kann dann ganz erfolgreich sein, wenn die Pilze mitspielen, die Witterung entsprechend ist, dann kann das klappen. Es hat jetzt auch bei uns die letzten zwei Tage ganz gut geregnet, davor war es etwas trocken. Also ich denke mal, jetzt fangen die Pilze richtig an zu sprießen. Ich bin jetzt hier an so einem Stumpf unterwegs, also ein sehr alter, fast vollständig zersetzter Stumpf. Jetzt habe ich hier zwar keine Stockschwämmchen gefunden, aber einen anderen typischen Pilz im Frühjahr. Das sind hier kleine Tintlinge und das sollte hier der Glimmertintling sein. Bei dem ist es so, dass er in Verbindung mit Alkohol giftig wirkt, ansonsten im Prinzip essbar wäre. Und man darf da drei Tage vorher während der Mahlzeit und drei Tage nach der Mahlzeit keinen Alkohol trinken. Also ein Bierchen zum Essen ist da nicht drin. Ich lasse die immer stehen, habe die noch nie probiert. Jetzt ist es auch nicht ganz sicher, ob das hier wirklich Glimmertintlinge sind. Denn Tintlinge sind makroskopisch recht schwer zu bestimmen. Jetzt sehe ich doch ein bisschen was leuchten. Da ist wieder so ein Stumpf. Und da sehen wir schon was. Ah ja, das sieht sehr nach Stockschwämmchen aus, auch wenn die jetzt hier schon ein bisschen älter sind. Aber ich schaue mal, ob ich mir was aussuchen kann. Na, hier unten ist eine Schnecke ganz fleißig. Das ist jetzt bei der Feuchtigkeit natürlich klar. Da sind die Schnecken hier am Werkeln und die wollen ja auch was mampfen. Ich werde hier oben mal ein Exemplar rausmachen und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Ich habe ja zum Stockschwämmchen schon mal ein Vergleichsvideo gemacht zum gefährlichen Verwechslungspartner, dem Gifthäubling. Das werde ich mal hier mit verlinken. Schaut es euch gern mal an, denn Stockschwämmchen sind zwar prima Speisepilze, aber nur etwas für absolute Kenner, weil mit dem Gifthäubling gibt es eben einen potenziell tödlichen Verwechslungspartner. Was man hier sehr schön sieht, ich hoffe man sieht es, sind die Schüppchen am Stiel und das ist das einzige sichere Unterscheidungsmerkmal zum Gifthäubling. Alles andere ist entweder vage oder überschneidet sich sehr stark. Wir können auch hier nochmal auf den Hut schauen. Hier sehen wir auch, dass der Hut hygrophan ist. Das heißt, er ist so mehrfarbig in Abhängigkeit von der Durchfeuchtung. Aber das kann der Gifthäubling eben auch. Also wie gesagt, schaut euch mal das Video an. Ich schaue mich jetzt hier in der Ecke natürlich um, ob ich vielleicht noch ein paar schönere Stockschwämmchen finde, weil die hier sind doch schon etwas zu alt. Und tatsächlich habe ich hier noch einen Stumpf gefunden mit ganz jungen Stockschwämmchen dran. Ihr seht schon, die kommen gerade erst raus, sind noch ganz klein. Und hier oben habe ich mal einen abgemacht, wo man den Stiel wieder sehr schön sieht. Also die Schüppchen, denke ich, sieht man ganz gut. Außerdem ist hier die Teilhülle, das Velum Partiale, noch geschlossen, was dann später als Ringmanschette am Stiel zurückbleibt. Hat aber der Gifthäubling eben auch dieses Merkmal. Ich bin ganz optimistisch, was die nächste Zeit betrifft mit dem Pilzaufkommen. Wenn das sich so weiterentwickelt, wie es sich jetzt so abzeichnet bei der heutigen Tour, dass die Artenfülle immer mehr zunimmt, dann wird das natürlich auch am 18.06. eine ganz tolle Tour. Da veranstalte ich nämlich meine erste geführte Pilzwanderung für dieses Jahr. Wenn ihr dabei sein wollt, es sind noch Plätze frei, könnt ihr gerne anfragen. Und ihr findet auf meiner Webseite snowcree.com natürlich auch sämtliche anderen Termine, die Termine der geführten Touren, auch die Inhalte der Touren, die Teilnahmebedingungen und so weiter, alle Infos, die ihr braucht. Und natürlich auch die Termine der Seminare, die ich dieses Jahr veranstalte. Schaut da gern mal rein. Und wenn ihr auf meiner Webseite seid, dann könnt ihr auch gern mal in meinen Online-Shop schauen. Da gibt es viele schöne Artikel rund um das Thema Pilze. Zum Beispiel die Pilzkörbe, die ich heute dabei habe. Also so ein Modell, wie ich heute dabei habe. Den gibt es in drei Größen zum Beispiel. Oder auch Pilzmesser. Heute habe ich das Schwarzwolf-Pilzmesser dabei. Das sieht man auch immer wieder im Video. Da könnt ihr gern mal schauen. Und es gibt auch viele, viele andere Artikel. Es sind auch im Moment ein paar neue Sachen dabei.
Außerdem könnt ihr in meinem Online-Shop auch, euch auch mein neues Pilzbuch anschauen. Das habe ich jetzt in den Online-Shop gestellt. Es ist überall vorbestellbar. Bei mir im Shop funktioniert das mit dem Vorbestellen allerdings nicht. Das ist technisch nicht möglich. Aber ihr könnt euch informieren, schaut es euch an. Ansonsten überall vorbestellbar und ab Lieferdatum natürlich auch bei mir im Shop bestellbar. An der Stelle natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die schon vorbestellt haben, auch die sich so schön geäußert haben unter meinem Ankündigungsvideo. Ich denke mal, das Video wird vielen eine Freude machen. Ich wünsche euch heute schon viel Freude damit. Alle, die es schon bestellt haben oder das bestellen werden, kaufen werden, schaut euch das Video nochmal an, da ist alles genannt. Also an der Stelle vielen, vielen Dank und viel Freude mit dem Buch. So Leute, jetzt habe ich gerade was erspäht hier und das ist natürlich ein ganz fantastischer Fund, schon sensationell jetzt, also Ende Mai, natürlich jetzt nicht ungewöhnlich, aber trotzdem für mich natürlich eine kleine Sensation. Ist immer toll, wenn so eine Pilzart das erste Mal im Jahr erscheint, da weiß man, es geht jetzt los. Aber genug geredet, jetzt schauen wir uns mal an, was ich da gefunden habe. So, schaut euch das mal an. Ich mache hier mal ein bisschen das Gras beiseite. Also wenn man sich hier mal die Blätter anschaut, die hier so liegen, da haben wir Eiche, da haben wir Linde dabei. Und das ist hier ein ganz typischer Standort für die Art. Denn wir sehen hier schon diesen schönen braunen Hut und den Stiel, der hier so beigefarben ist, will ich mal sagen. Ich nehme den auch mal raus. Und ich kann euch schon mal sagen, dass das ein Röhrling ist, denn wir haben hier den ersten Sommersteinpilz gefunden. Das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt geht es auch mit Steinpilzen los. Und ein Stückchen daneben habe ich hier noch so einen ganz kleinen gefunden, aber der ist von Schnecken schon total zerfressen. Es sind natürlich jetzt schon eine ganze Menge Schnecken unterwegs, ja, die hier natürlich uns als Pilzsammler ein bisschen Konkurrenz machen. Ich bin jetzt an einer weiteren Stelle angelangt, die ich kenne für Maipilze. Und was soll ich euch sagen? Die Burschen sind da. Das ist natürlich eine schöne Sache, auch wenn das heute ein bisschen Maipilzlastig wird. Aber der Maipilz ist natürlich ein prima Speisepilz mit einem besonderen Geschmack. Den mag nicht jeder allerdings. Ich finde ihn ganz toll, was Besonderes. Ich bin eh für besondere Pilzgeschmäcker zu haben. Achtet natürlich immer darauf, dass er den nicht verwechselt mit dem ziegelroten Risspilz. Das wäre eine ganz gefährliche Verwechslung, weil der ziegelrote Risspilz potenziell tödlich wirken kann. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was erzählt zu den Lamellen, habe das gezeigt. Beschäftigt euch mit den Merkmalen, das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Der Geruch kommt dazu, der ist wirklich ganz, ganz einprägsam. Und dann sollte das mit dem Maipilz auch bei euch klappen. Aber jetzt schauen wir mal und ich denke mal, hier werde ich mir einiges davon einsammeln. Ich gehe das mal so ein bisschen ab. Ihr seht schon hier, das sind richtig kräftige Exemplare. Hier der vor allen Dingen, der sieht natürlich ganz prima aus. Also das ist natürlich eine feine Sache. Hier vorne sehe ich noch mal was. Da machen wir mal so ein bisschen das Laub weg. Na, wunderbar. Das werden jetzt aber die letzten Maipilze sein. Das ist jetzt hier so die zweite Welle. Die erscheinen dann oft gern so in zwei Schüben. Und ich denke mal, jetzt sind die durch bei mir. So, dieses Prachtexemplar, das machen wir mal zusammen raus. Ich gehe hier immer mal mit dem Messer ein bisschen drunter, unterstütze das, hebel den raus. Und da ist er schon. Oh, der sieht fantastisch aus. Also wirklich ein ganz tolles Exemplar. Knackig und fest. Oft sind sie leider madig, aber die hier sehen wirklich top aus. Also hier nochmal ein prächtiges Exemplar vom Maipilz. Immer wieder finden wir so schöne Gruppen vom Glimmertintling. Ist wie gesagt ganz typisch, so früh im Jahr, ab April etwa zu finden, aber erscheint dann auch immer wieder. Jetzt haben wir hier einen weiteren Pilz gefunden, der früh im Jahr erscheint. Das ist hier der frühe Ackerling. Von oben, von der Farbe her, erinnert er durchaus an den Maipilz. Was wir hier schon sehr schön sehen, ist dieser rissige Hut. Das können wir häufig bei dem beobachten.
Wenn wir uns die Unterseite anschauen, da sehen wir schon, dass wir hier am Hutrand, sieht man es ein bisschen, so Reste von einer Teilhülle haben. Und das hat natürlich ein Maipilz nicht. Das ist typisch hier für den voreilenden Ackerling oder früher Ackerling. Der ist übrigens auch essbar. Ich habe ihn allerdings auch noch nie probiert. Häufig findet man den auch in Gärten, so auf Hackschnitzel, auf Holzschnitzel. Da tauchen die oft in großen Mengen auf. Hier jetzt mal im Wald nur so ein einzelnes Exemplar. Jetzt habe ich hier wieder einen sehr schönen und besonderen Fund gemacht. Im ersten Moment könnte man es für einen Becherling halten. Ich habe hier mal eine abgemacht, aber da sehen wir den Stielteil und da haben wir so eine ganz schöne Rippung. Das ist die hochgerippte Becherlorche. Ist übrigens kein Speisepilz. So, jetzt habe ich wieder einen interessanten Pilz gefunden, wieder einen Röhrling. Man kann also sagen, die Röhrlinge gehen jetzt los. Die nächsten 14 Tage wird sich das sicherlich weiter so entwickeln. Das ist natürlich eine feine Sache. Ich bin hier übrigens unter Linden unterwegs, wollte ich euch mal zeigen. Linde ist ein ganz potenter Mykorrhiza-Partner, also unter Linden immer mal schauen. Hier stehen sie ganz massiv, das ist so ein bisschen ein Park. Und unter Linden finde ich eigentlich immer etwas Interessantes. Aber jetzt schauen wir uns gleich mal den Röhrling an. Ihr seht schon, wir haben hier so einen schönen samtig-braunen Hut. Und da vermute ich jetzt gleich mal hier einen Hexenröhrling. Da kommen ja verschiedene Arten in Frage. Hier unter Linden wächst gerne natürlich der netzstielige Hexenröhrling. Ich vermute hier allerdings einen Flockenstielchen. Ich versuche den hier mal rauszudrehen. Also so dicke Röhrlinge immer rausdrehen. Sonst verschenkt man zu viel. Oh, hier löst sich der Hut ein bisschen ab. Ah, sehr schön. Was man hier sieht, vielleicht sieht man es, die roten Röhren, also auf jeden Fall ein Hexenröhrling. Jetzt hat er hier kaum eine Beflockung am Stiel. Das bleibt manchmal aus, vielleicht kommt auch eine andere Art in Frage, aber ich denke mal, das ist hier ganz normaler, flockenstieliger Hexenröhrling. Und hier an verletzten Stellen sieht man auch sofort das Blauen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ich schneide hier einfach mal unten ein Stückchen an. Und hier sieht man schon, sehr schön das Blauen des Fleisches. Prima! Nächster Röhrling für dieses Jahr. Ja, liebe Pilzfreunde, so toll wie das Pilzjahr 2023 angefangen hat, so geht es offensichtlich weiter. Ersten Röhrlinge sind da, Steinpilz, Hexenröhrling, wir haben Stockschwämmchen heute gefunden, Maipilze gab es noch mal richtig gut, also das ist natürlich eine feine Sache. Ich bin wirklich ganz optimistisch, was die Funde dieses Jahr so anbetrifft. Ich nehme euch immer gerne ein Stück mit in meinen Videos auf meine Touren. Da seid ihr natürlich immer auf den Laufenden. Wer hier noch kein Abonnent ist des Kanals, der abonniert den bitte. Aktiviert auch die Glocke, da werdet ihr immer informiert, wenn es mal was Neues gibt. Ansonsten folgt jetzt gleich, wie immer und gewohnt, der Blick in den Korb. Und ich werde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden und wir sehen uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos. Also bis dahin, tschüss!